Hallo Leute, ich begrüße euch bei der nächsten Theoriestunde Q-Skills. Heute leichte Panzer bzw. vor allem Scouts. Ich habe meine Reihe hier unten schon offen, habe da reichlich Scouts mit drin, bei denen ich mir auch regelmäßig viele Gedanken zur Crew mache, denn ich finde die persönlich bei leichten Panzern mit am interessantesten und auch mit am wichtigsten. Der prinzipielle Punkt ist, die meisten leichten Panzer, die man findet, sind im Tier 1 bis 4 Bereich. Alles, was danach kommt, sind Scouts. Haben wir bei den Chinesen hier oben welche, die Franzosen haben hier oben welche, die Briten haben in dem Bereich nichts. Die haben hier zwar prinzipiell noch den Crusader, der als leichter Panzer zählt, aber das sind aber keine Scouts. Vierer ist jetzt mal ein bisschen kritisch, Fünfer ist vielleicht eine der wenigen Ausnahmen auf Stufe 5, die als leichter Panzer kein Scout sind. Die Amis haben hier oben ein paar Scouts. Cheffy, T21, T71. Deutschen haben hier unten eine ganze Reihe dazu. Lux ist ja schon Scout, Leo, VK, Aufklärungspanther. Und dann geht's hier weiter. Der interessante Punkt ist, bei allen Scout-Reihen, die werden irgendwann zu mittleren Panzern. Und da muss man sich natürlich dann überlegen, es wird auch noch ein Tutorial-Video zu mittleren Panzern kommen. Man muss sich überlegen, wo nehme ich die Crew mit, wann lohnt sich da wofür das Umschulen, was brauche ich da. Der Punkt ist halt, bei vielen mittleren Panzern, die nach leichten Panzern kommen, die sind meist noch so leicht, als mittlere Panzer sie echt mehr Scouts sind. So, Leopard 1 kann sehr gut scouten, die Batch Italian kann sehr gut scouten, der Chinese ist ein bisschen eine Ausnahme, der wird, soweit ich weiß, durchaus eher kampffähig und nicht so scoutstark. Und es gibt einen Haufen Panzer davor. So ein riesiges Märchen. Für die meisten davon sind Crew-Skills total egal, weil man sie nicht haben wird. Außer man entscheidet sich, dieser Panzer ist geil, den behalte ich. Und dann muss man ein bisschen drüber nachdenken. Das habe ich bei ein paar, die ich jetzt mal zeigen werde und ein bisschen drauf eingehen werde. Bei leichten Panzern bieten sich halt vor allen Dingen die Tier-1-Panzer an. Zum Leichttraktor habe ich ja in meinem Grundlagentutorial schon was gesagt. Die Alternative, die ich noch habe, ist der T1. Prinzipiell behandeln sich hier eigentlich alle ziemlich leicht. Man möchte sehr schnell Tarnung haben, weil, also T1 habe ich zum Beispiel dabei, irgendwie ein Teamgefecht als Scout einzusetzen. Da möchte ich mich gut verstecken können und da ich hier einen weiteren Person habe, wenn der Tarnung voll hat, sind das 50% der möglichen Tarnung, das gibt schon viele Punkte. Und beim Fahrer nehme ich meistens zuerst Weitsicht, denn bei dem auf 6, da sind zu warten, ist ziemlich, also finde ich persönlich dann doch sehr lang und ein bisschen verschwendet damit, weil bei den meisten Panzern geht 6, da sind vollbekommen recht schnell. War recht gut, weil man halt viel Erfahrung macht. Bei Tier 1 macht man einfach nicht so viel Erfahrung und dementsprechend lange dauert das. Man muss der insgesamt 100.000 Erfahrungen leuchten, wenn das richtig war. Ich habe es im Grundlagentutorial zu Crew Skill erklärt, erfahren. Und die muss man halt erstmal mit so einem Panzer schaffen. Dementsprechend erstmal Weitsicht, damit man davon was nutzen kann. Panzer, die weitergehen, habe ich persönlich erstmal nur einen, der eigentlich kein richtiger Scout ist. Das ist der Panzer 1C, den ich persönlich sehr lustig finde. Da habe ich mir ein bisschen was anderes gemacht. Da habe ich beim Kommandanten schon 6. Sinn angefangen, weil der durchaus ein bisschen mehr Erfahrung zusammenbekommt. Und habe hier beim Fahrer den Fahren wie auf Schienen für Feuern während der Fahrt. Das ist für solche Panzer durchaus interessant. Denn bei dem hier rushe ich schnell vor, habe ein Trommelmagazin und ballere mit dem viel rum. Ähnlich wie ich auch zum Beispiel im T1 fahren würde. Und da lohnt sich dieser Skill. Man könnte auch beim T1 darüber nachdenken, das zu machen, aber da ist mir Tarnung noch ein bisschen wichtiger. Bei ihm hier geht es mehr ums Rushen. Und ich habe auch ein paar Premium-Panzer. Da geht es halt immer danach, welche Crew habe ich gerade mit da rein. Und möchte halt eigentlich auch irgendwie die Taktik, die zum Panzer passt, also auch irgendwie bei T2 Light und beim Locus was Schnelles, aber da richte ich mich halt danach, welche Panzer ich übernehme. Ansonsten kommen wir zu Scouts und da wird es interessant, denn Scouts möchten eigentlich sehr viel und ich fange mal hier beim Type 64 an. Der Scout der Chinesen, der Premium, mit einer fiesen Eigenheit, er ist der Einzige, der einen Funker hat. Alle, die normalen Scouts haben allesamt keinen Funker, beziehungsweise der Funker ist mit im Commander mit drin, soweit ich weiß. Wenn wir hier mal schauen, Fahrzeug, Besatzung, Commander, Richtschütze, Fahrer, Ladeschütze, der Commander ist dann auch mit Funker. Hat Nachteile, hat auch Vorteile, dass der hier das extra hat. Ist halt nur ein bisschen doof, weil man dann, wenn man eine Crew von seinen normalen chinesischen Leichtpanzern, wenn man sie fährt, nehmen will, muss man halt immer einen extra Funker hierfür mittrainieren. Ansonsten gilt prinzipiell, man möchte gerne mit den meisten Scouts ganz schnell Tarnung voll haben, weil Scouts leben davon, dass sie irgendwie erst spät aufgehen, wenn sie Gegner aufklären. Ich werde auch irgendwann mal ein Tutorial zu Scouten machen, so gut ich das kann. Ich bin noch kein Scout-Profi. Und prinzipiell gilt dort halt immer, entweder man macht passives Scouten, man sitzt in irgendeinem Busch und beobachtet von da aus mit dem Scherenfernrohr,
dann ist Tarnung essentiell, weil dann möchte man ja nicht aufgehen. Oder man macht aktiv Scouten, fährt an Stellen ran, deckt dort was auf und fällt wieder zurück. Dann ist Tarnung aber auch wichtig, weil jeder Moment, den es länger braucht, bis man aufgeht, weil die Gegner weiter hinten stehen und man vielleicht da nicht entdeckt wird, ist auch unheimlich wichtig. Außerdem ist quasi essentiell, dass man sechster Sinn hat, weil man muss als Scout einfach wissen, ich bin offen, ich muss von dieser Stelle hier weg. Und ich habe schon an vielen Stellen gemerkt, so scheiße, mir hat jetzt sechster Sinn gefehlt. Aber man hat es natürlich erstmal nicht. Und ich habe gerade in diesem Panzer hier eine recht spezielle Taktik. Normalerweise packe ich hier einen Scherenfernrohr mit rein und habe bei den beiden, beim Fahrer und beim Funker und beim Commander, die Skills für Weitsicht genommen. Bei dem hier, beim Commander ist das ja der Speerskill und beim dem hier der Weitsichtskill und möglichst viel Ausrüstung hier, denn als Stufe 6er Scout, auf dem wir sind, sieht dieser Panzer Tier 10 Matches und da hat er mit der Sichtweite durchaus Probleme. An sich für Tier 6 mit 390 eine sehr gute Sichtweite und wenn ich die voll aufpusche, kann ich prinzipiell mit Tier 10er Panzer mithalten. Also wenn man sich normalerweise mal so einen Tier 10er anguckt, wir haben hier gerade welche, Sichtweite 400. Und Pech hat, machen wir was mit 410. Und prinzipiell, oftmals sieht es so aus, wir können da mal wenn wir als Beispiel die hier nehmen, wenn man sich versucht, so etwas aufzudecken, und der hat jetzt schon eine barbarische Sichtweite, dann steht dieser Panzer irgendwo mit einem Scherenfernrohr in einem Gebüsch. Das heißt, prinzipiell, wir haben selbst auch ein Scherenfernrohr, dadurch, dass er auch eins hat zum Aufdecken, weil er halt allgemein, wenn ein TD das machen will und ein Scherenfernrohr dabei hat, seine Ziele mit aufzudecken, dann negiert der quasi unser Fernrohr, was Reichweite angeht. Das heißt, wäre uns mit 420 erstmal überlegen. Dafür dann die entspiegelte Optik, um das Ganze noch ein bisschen zu pushen. Und die beiden Skills, wenn ich die voll habe, werde ich dadurch insgesamt 5% auf meine Sichtweite bekommen, was mir bei dem hier unheimlich wichtig ist. Ansonsten habe ich hier für fast alles Tarnung, nur bei dem hier habe ich schon das angefangen, nämlich angesetztes Ziel. Das ist nämlich einer der Skills, der für Crewleute dann unheimlich interessant wird. Angesetztes Ziel war das, mit dem ein Ziel bleibt 2 Sekunden länger offen, wenn man mit der Maus drauf ist. Also wenn ihr in die Zoom-Ansicht geht oder wenn ihr so drauf gucken, drauf zielt, dann bleibt der einen Tacken länger offen. Und das ist als Scout, wenn man wirklich gut scouten kann und gerade mit Passiv-Scouten irgendwo sitzt, unheimlich geil. Dann könnt ihr euch hinstellen, könnt einen Gegner anzielen, könnt mit T markieren, dass dieser Gegner für euch, könnt ihr den als Ziel für euer Team ansagen und das Team sieht, okay, da hinschießen und ihr haltet den einen Tacken länger offen, sollte er irgendwie aus eurer Sichtweite rauskommen. Das heißt zum Beispiel Gegner, die aufgehen, wenn sie schießen, weil sie in einem Gebüsch sind, die gehen ja irgendwann wieder zu in dem Moment, wenn sie nicht mehr schießen. Die haben so normalerweise 5-6 Sekunden, die man nach dem Schuss das Gebüsch wegmacht. Vielleicht auch einen Tacken mehr. Wenn man Pech hat, muss man mit 10 rechnen, je nachdem, wie hoch ihre Tarnwerte sind oder wie schlecht sie sind. Aber ich würde eher so von 5-6 ausgehen bei einem gut getarnten TD. Damit kann man das nochmal 2 Sekunden in Länge ziehen. Das heißt, das Team kann 2 Sekunden länger auf die schießen. Was ziemlich geil ist. Nachteil ist, es ist ein Vorteil. Und dementsprechend nutzt momentan meiner Crew das noch nichts. Ich habe ihn mir aber trotzdem schon ausgewählt, damit ich mir halt auch merke, ich will den dafür hochfahren und ausprobieren. Ansonsten gilt eigentlich immer Tarnung. Man sieht zum Beispiel bei meinem VK28, das ist auch ein Scout, da habe ich hier unten habe ich wieder was für Sichtweite genommen und hier oben schon bei 6. Sinn angefangen, um mich umzuholen zu müssen. Ansonsten habe ich hier überall Tarnung drin, bis zum Umfallen. Die Crew ist noch nicht wieder auf 100%, weil ich den noch nicht so lange fahre und daher die Crew noch nicht wieder voll gefahren habe und mit dem auch nicht ganz so erfolgreich bin. Aber prinzipiell möchtet ihr dann Tarnung hochfahren. Tarnung, 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 Tarnung. Und wenn ihr Tarnung durch habt, könnt ihr entweder da schon ein bisschen darüber nachdenken, Sachen haben zu wollen, oder ansonsten wollt ihr Waffenbrüder. Weil Waffenbrüder ist halt wichtig. 5% auf alles sind auch 5% auf Sichtweite und 5% auf Tarnwert. Wer will nicht 5% auf Sichtweite und Tarnwert? Ist doch super, weil Tarnwert nagelt mich jetzt nicht noch fest, da bin ich mir nicht 100%ig sicher, aber ich denke auch darauf gibt das. Daher kann man auch beim Scout sich wieder überlegen, okay, entweder ich fange dann beim zweiten Skill direkt mit Waffenbrüder an und fahre den hoch. Das kann aber halt recht, also wenn ihr wisst, ich fahre diesen Panzer durch, dann kann sich das lohnen. Wenn ihr sagt, ich werde dafür lange brauchen, dann lohnt es sich vielleicht nicht so. Dann kann man sich hinstellen und stattdessen schon mal andere wichtige Skills anfangen, die interessant sind. Hier, wenn man jetzt 6. Sinn am Anfang schon ausgewählt hat, wie ich es eigentlich immer mache, würde ich dann als nächstes Tarnung auswählen. Ansonsten für den interessant ist prinzipiell noch Speer, weil mehr Sichtweite.
Ich persönlich fände auch Adlerauge für einen Scout durchaus interessant, weil damit sieht man, welche Module beschädigt sind. Das ist an der Stelle praktisch, wenn man mit anderen Leuten im Platoon fährt und im TS sitzt. Und das macht man beim Scoutfahren ja durchaus oft. Also wenn ich Scout fahre, gut, teilweise oft fahre ich sie jetzt momentan für Events auch alleine, aber ich fahre sie am liebsten, wenn ich mit Leuten im TS bin, die dann entweder in AT drin sitzen oder in einem TD und ich versuche, für die Dinge aufzudecken. In dem Moment ist das praktisch, weil wenn ihr dann Gegner anguckt, die am besten noch mit angesetztem Ziel offen haltet, könnt ihr mit Adlerauge auch gleich sehen, welche Module beschädigt sind. Zum Beispiel, damit der TD weiß, okay, Kette, die linke Kette ist angeschlagen, da kann ich leichter drauf schießen. Oder der hat schon das Ammo-Rack beschädigt, der wird also so schnell nicht zurückschießen können. Interessante Dinge, die ein Scout dann dem Team mitgeben kann. Finde ich dafür durchaus interessant. Muss man natürlich erstmal hochfahren. Ich würde hier wahrscheinlich, wenn ich Sechster sind, voll hab, Waffenbruder anfangen. Und wenn ich Waffenbruder voll hab, dann das anfangen. Beziehungsweise wahrscheinlich eher Tarnung dann anfangen und wenn ich Tarnung voll habe, auf das hier umschulen, weil das wird halt sehr, sehr langwierig. 3 Vorteile und dann erst mit Tarnung zieht das Ganze in die Länge. Beim Schützen gibt es einiges Interessantes und dafür werden wir mal zum AMX 12T gehen. Da habe ich nämlich schon ein bisschen was damit drin, denn der Punkt ist zum Beispiel, also ich fahre die französischen Scouts ein bisschen anders. Denn die haben Autoloader und die sind sehr kampfstark. Der 12T ist da schon cool und hier wird das auch so weitergehen und hinterkriegt man mit der Badger einen richtig kampfstarken Panzer. Mit dem scoute ich nicht ganz so gut, mit dem mache ich aber mehr selber Schaden. Und dementsprechend habe ich dann auch ein paar Sachen anders verteilt. Beim Schützen hier habe ich zum Beispiel schon das ruhige Hand für Dinge während der Turmdrehung. Dass ich da mehr Genauigkeit habe, denn das ist für den durchaus ein Problem. Während der Fahrt zu treffen, denn die Genauigkeit von dem Ding hier ist... Zielerfassung nicht das Beste. Ist nicht schlimm, aber ist auch nicht gut. Und dementsprechend muss man da halt einfach ein bisschen nachhelfen, damit man besser zielen kann. Das kommt dort mit rein. Und dementsprechend habe ich hier halt auch nur einen auf Tarnung. Und da musste ich mich auch zu aufraffen. Raffen habe ich, glaube ich, zwischendurch mal umgeschult. Den hatte ich anfangs noch auf irgendwas anderem. Ich glaube, auf Fahren wie auf Schienen. Genau, um während der Fahrt schießen zu können. Das ist für den dann auch interessant. Da gehen wir aber noch einmal hier zu unserem VK, weil der dadurch, dass er 5 Leute hat, können wir für jeden einmal die Skills durchgehen. Wie gesagt, beim Schützen, unheimlich interessant, hatten wir das schon? Ja, genau. Angesetztes Ziel würde ich persönlich als Vorteil am Anfang immer nehmen, weil man kann passiv scouten dann mehr machen. Und sonst, wenn man auf Kampf geht, wie ich es mit dem AMX mache, halt auch durchaus ruhige Hand. Denn da kann man dann halt ein bisschen besser einzielen. Scharfschütze ist für einen Scout, denke ich, eher irrelevant, auch wenn man bei einem AMX durchaus auch über sowas nachdenken kann dann, wenn man reinzupacken als Vorteil, weil man halt ja recht viele Schüsse schnell schießt. Und wenn man die Chance hat, dann ja erhöhte Chance auf bei Kettenschalen zu machen oder Module zu beschädigen oder damit versorgt, dass der Panzer nicht so schnell zurückschießen kann, ist schon praktisch. Muss man dann halt mal drüber nachdenken, würde ich aber halt, da, also sagen wir so, wenn jetzt vor der Frage steht, packe ich das als Skill mit rein, wenn ich es meinen ersten Skill auf 100% hochgefahren habe und das umschule, habt ihr in den meisten Fällen auch schon so viel Ahnung von dem, wie ihr beim Scouten fahrt, dass ihr selbst einschätzen könnt, ob ihr das braucht oder nicht. Beim Fahrer, wie gesagt, wenn man selbst schießen möchte, und das möchten die meisten Scouts nicht, sondern eigentlich vor allem beim Franzosen welche, fahren wie auf Schienen, bietet sich dafür an. Ansonsten, Meister wie am Bremshebel finde ich für viele eher langweilig, weil man eine unheimlich gute Wendewerte hat. Ihr seht's hier, 46, kein Problem. Der hier 56 höchstlich. Der Franzose, der konnte das eher gebrauchen, weil bei dem die Wendigkeit nicht so hoch ist. Hier beim Stewart brauche ich es eigentlich auch nicht wirklich. Und bei dem bin ich mit der Crew auch bei weitem noch nicht so weit. Von daher kann man machen, muss man aber nicht. Geregelte negative Auswirkungen von weichen und schweren, von weichen und mittelweichen Böden kann interessant werden. Das ist das Einzige, was davon noch irgendwie besonders interessant ist für Scouts. Da wird man halt, wenn man schnell mal über irgendwelchen Boden zurück muss, dort nicht zu sehr verlangsamt wird. Ansonsten würde ich hier wahrscheinlich sogar fast bei Tarnung bleiben. Denn wenn ich jetzt sage, okay, ich habe die ersten beiden Skills quasi durchgefahren, wechsle auf Waffenbruder und setze mir einen anderen am ersten mit rein und fange wieder mit Tarnung an, habe ich in dem Moment ja wenig Tarnung. Ist ja irgendwie eher doof. Funker, ganz offensichtlich möchten wir Weitsicht haben. Deswegen habe ich so angefangen, weil gibt 3% Sichtweite. Der Rest hiervon ist ziemlich doof. Man könnte jetzt theoretisch darüber diskutieren, ja, wie ist mit Funkweichweite? Es bringt mir nichts, wenn ich meinem Team Sachen mit informieren kann, wenn ich weit weg bin. Naja, 700 Meter Funkreichweite. 750. Der auf Stufe 4 hat 395, für den wäre das ein Problem. Aber auf Stufe 4 wird ein Scout auch irgendwie kaum häufig Skills haben. Also
bei dem hier hatte ich die irgendwann mal, weil ich die Crew vom Locust zeitweise drin hatte, bis ich die von anderen Panzer genommen habe. Relevant wird es eigentlich erst auf Stufe 5 oder halt ab hier Stufe 6, da geht das mit den Skills dann los. Und da ist der Funk so gut, dass das total egal ist. Funk für Verbündete in der Nähe? Naja, meistens ist man halt vorne, dass es ziemlich egal ist. Das hier kann dafür aber interessant werden. Und zwar sieht es so aus, wenn ein Panzer zerstört wird, kann er noch um die 5 Sekunden lang danach weiter Panzer in seiner Nähe aufdecken und ans eigene Team übermitteln. Das merkt ihr vielleicht mal, ihr fahrt irgendwo lang, erschießt jemanden, werdet dabei nicht aufgedeckt, kommt aber näher an ihn ran und geht dann doch noch auf, weil 6 da sind euch da darüber informiert, weil ihr dann noch in die Reichweite des Panzers gekommen ist und seine Crew dem restlichen Team noch mitteilen konnte, hallo, der war hier. Und da das prinzipiell 2 Sekunden zu verlängern, ist bei einem Scout deswegen interessant, weil wenn ihr weit vorgefahren seid, um da irgendwas aufzudecken, und dann irgendwann erwischt der Gegner euch doch, was bei Scouts ja durchaus häufig noch vorkommt, wenn ich dann mit meinem Teil 64 hier in einem Busch drin sitze und die Gegner rotzen mich doch mal raus. Naja, wenn ich dann noch 2 Sekunden lang länger dem Team mitzeige, da und da und da sitzen die dabei. Denn wenn sie auf der Schiefe sind, werden sie oft noch aufgehen, gibt das dem Team zumindest noch die Chance, weiter drauf zu schießen. 2 Sekunden ist nicht weltbewegend viel, kann aber durchaus wichtig sein. Wer also gerne viel Passiv-Scouten macht, der könnte über sowas nachdenken, dass wenn er entdeckt wird, damit dem Team nochmal weiterhilft. Viele machen das nicht, weil sie dem Team nicht helfen wollen, aber das ist eine der wenigen Sachen, wo ich sagen würde, der Skill lohnt sich mal. Ansonsten Weitsicht ganz schnell wieder hoch, Waffenbrüder wie immer als zweiter Skill und Tarnung. Tarnung, Tarnung, Tarnung. Beim Lader, man kann dem Lader sichere Ladung mitgeben, braucht man aber irgendwie nicht, weil guckt euch die Lebenspunkte von so einem Ding an. Wenn das gearmoracked wird, doof, aber es geht bei den Franzosen, da kann man drüber nachdenken, weil die, wenn die gearmoracked sind, halt einfach ewig lange laden. Ladezeit von der französischen Gun, so ein ganzes Magazin, 20 Sekunden. Nicht gut. Da lohnt sich das, bei allen anderen Scouts würde ich das ignorieren, weil braucht man nicht. Der Rest lohnt sich auch nicht wirklich. Schafft so ein Scout genau unter 10% eurer Lebenspunkte zu kommen. Das sind, ihr müsst unter 58 Lebenspunkten sein und gleichzeitig überleben. Bringt nichts. Und Vorahnung, so oft Munitionswechseln, ja, kann man mit dem hier machen, mache ich aber nicht oft, weil er sehr schnell lädt, das ist quasi egal. Da würde ich eher empfehlen, bleibt bei Tarnung, weil Tarnung lohnt sich da dann mehr, zumindest zu sagen, ich habe hier irgendwie 2 Leute, die durchgehend Tarnung voll haben, hilft weiter. Und dann ist die Frage, okay, wenn ich jetzt nur Tarnung habe und Waffenbrüder, was macht man als dritter Skill? Nun, man kann dann wieder mit Reparatur anfangen, einfach weil Reparatur da nicht schlecht ist. Also ich würde sagen, je nachdem, was interessiert, so ab dritt bis viert Skill beim Crewmitglied wieder Reparatur. Reparatur ist so gesehen für Scouts nicht so wichtig, weil die halt meistens schnell kaputt gehen. Andererseits, wer gerne aktiv scoutet, für den wird das dann wieder interessant. Denn, stellt euch vor, ihr fahrt irgendwie auf Prokhorovka einer Linie lang, fahrt hoch, deckt damit was auf, macht einen kleinen Bogen und fahrt wieder runter. Wenn ihr Pech habt, hat der Gegner das an der Stelle vermutet, schießt, vielleicht trifft er nur eure Ketten fressen den Schuss, ja, eure Ketten sind kaputt, ihr steht auf freiem Feld. Scheiße. Sofort drehen sich alle um und denken, wow, da ist der Scout, easy kill, drauf da. Weil ich das erste Mal passiert, habt ihr ein Reparaturkit und setzt das ein und fahrt direkt wieder los, weil alles andere wäre quasi gleichzusetzen mit den zurück in die Garage klicken. Weil ich das ein zweites Mal passiert, wollt ihr schnell reparieren. Und wenn ihr zu dem Luxus kommt, dass ihr beim Scout irgendwann 4 Skills voll fahrt, dann kann man, habt ihr euren Screw so gut, dass man das dann halt auch wieder alles in Reparatur stecken kann und dann repariert ihr eure Ketten so schnell, dass ihr auch schnell wieder losfahren könnt. In den Luxus wird aber nicht so schnell kommen. Ja, so viel dazu. Ich habe hier zu Scouts recht viel sagen können. Ich finde persönlich Scouts mit am interessantesten, was Crew angeht, weil man damit sehr viel machen kann. Ich finde, man sieht halt auch sehr schön den Unterschied von, wie ich ihn hier fahre, zu wie ich den Franzosen eher als nicht so nur zum Scouten, sondern auch zum Angreifen und Zuschlagen fahre, während ich den hier halt wirklich nur zum Aufklären fahre und damit richtig viel Spaß habe. Da merkt man den Unterschied in der Crew und was an Crew-Skills interessant ist, finde ich persönlich sehr gut. Man muss halt ja gerade beim Scouten selbst wissen, welche Crew-Skills will man haben. Der Punkt ist, in den meisten Fällen, also viele haben mit Scouten ungefähr auf Tier 4 zu tun, weil da kommen die mit den Deutschen, kommt man hier dran vorbei, Panzer 38 in da. Die Amerikaner haben hier den M5 Stuart, wenn man da lang will. Sonst aber eigentlich wirklich was. Die Briten, da geht's einem recht gut. Ich weiß nicht, ob der Valentine Scout ist, kann ich euch nicht sagen. Habe ich mich nie mit beschäftigt mit dem.
Russen sind ein bisschen ätzender. Nee, das sind gar nicht die Russen, das sind die Chinesen. Zu denen kommen wir gleich. Die Russen sind ein bisschen ätziger. T-50 ist ein Scout, A-20 ist ein Scout, T-80, soweit ich weiß, auch. Kommt man also auch an einem vorbei. Chinesen kommt man zu den Scouts, wenn man es will. Auf Tier 4 Scouts, bei denen man also meistens ist, hat man eigentlich keine Crew-Skills. Da kann man schon froh sein, wenn man die Crew auf 100% hat. Und wenn man sie mitnimmt, wenn man sagt, ich habe eine Crew und fange, oder ich fange Skills an, was weiß ich was, beim Panzer 38 NA bin ich jetzt schon, hab den, weil ich irgendwie Gold reingeballert habe, weil ich die Crew möglichst früh trainieren und immer mitnehmen will, weil ich habe jetzt so viel Gold, ich kann das. Achte nicht auf meine Goldzahl, ich habe nicht viel. Und sagte, okay, ich setze hier quasi, fange ich hier an, setz Gold an, um die 100% zu packen, skille, und wenn ich hier weitergehe, nehme ich sie für 100% mit. Dann würde man in dem Moment schon gucken, wohin fahre ich, was für Skills will ich da dann haben, weil das ist viel wichtiger. Und da würde man halt beim Commander mit 6. Sinn anfangen und dann für alles andere mit Reparatur, wenn man beim VK 30 1P ankommt, vielleicht schon irgendwie guten Reparaturwert zusammen hat. Das heißt, der für den eigentlichen Scout hier wäre einem das ziemlich egal. Wenn man Scout-Skills braucht, dann, weil man Scouts fahren will. Wie gesagt, entweder hier bei den Chinesen, bei den Franzosen hier mit Absicht, oder bei den, die Amerikaner haben hier oben was, wo das schön mit Absicht geht, dort die beiden, wobei man da sich überlegen muss, wie nehme ich die Skills hier weiter, weil die fahren sich wie Scouts, die hier nicht mehr, und das ist hinten ja auch ein Heavy. Und irgendwas hatte ich noch, ja genau, die deutsche Scout-Linie fährt man auch schon mit Absicht, wenn man dahin will, weil sonst kann man auch über die Mediums gehen. Und dann sollte man sich jetzt überlegen, wie fahre ich die Scouts, und wenn man Scouts fahren will, merkt man halt auch, wie man es fährt. Man hat ein Gefühl dafür und dann kann man sich halt ausführlich überlegen, welchen Skill will ich jetzt gerade haben, was ist mein Scout-Fahrstil. Wie gesagt, ich habe euch erklärt, was ich persönlich an welchen Stellen sinnvoll finde. Ich hoffe, das hilft euch weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute.